Gut, wir nehmen die traditionelle Maßnahme. Wir warten jetzt, bis der feine Herr Gutsbesitzer... Der sieht aber echt aus wie so ein Bauernhof. Fliegt jetzt eine kleine Fliege rum. Dreh dich doch einfach wieder um. So. Und den Rest erledigen wir traditionell. Ich weiß gar nicht, wie viel Streichhölzer wir noch haben. Mann, den hätte ich gerne mit der Falle aus dem Weg geräumt, aber leider ging das nicht. Zombies haben jetzt nicht unbedingt ein Diplom darin, 3D zu hören. Oder vielleicht habe ich Scheiße geworfen, ich weiß es nicht. Aber eigentlich habe ich dahin geworfen, wo ich hin wollte. Hier ist nichts, okay. Wenn ich hier ziehe, passiert dann das Gleiche in grün? Nein, was passiert dann? Oh. Angenehm. Jetzt traue ich mich natürlich nicht hier lang zu laufen, aber wer soll die Falle gerade auslösen? Und vor allem, warum haben die hier so eine Fallen eingebaut? Ganz ehrlich, welcher Bauernhof hat denn so eine Falle eingebaut? Habe ich gerade jemanden gesehen? Die Oma steht am Fenster. Und da latscht auch der Typ vorbei. Okay. Ganz ruhig, Oma. Dein Stecher ist da. Er hat uns nicht gesehen. Ausräubern tun wir sie nachher. Ich lade mal kurz nach, vorsichtshalber, weil wir wieder ein paar Patronen haben. Wo geht's denn da hin? Ich würde die Tür am besten ganz langsam und sachte aufmachen, damit da drin ganz viele Zombies sind. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Was ist denn hier los? Ein Altar? So, Affensuppe. Was für komische Fotos. Der Hund hängt hier sogar zweimal. Wer sind diese Leute? Dann noch ein Hochzeitsfoto, das verstehe ich ja. Aber also sowas hier kann ja auch sein. Sowas da auch, sowas auch. Aber das da... Verstehe ich nicht. Ah, hier können wir aus dem Fenster gucken. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Alter, hat er mich erschrocken. Ich dachte gerade, da wäre ein Zombie irgendwo. Der kann doch hier nicht einfach... Hallo, liebe Fußfetischisten. Der kann doch hier nicht einfach ein lautes Geräusch machen. Das geht doch nicht. Erste-Hilfe-Koffer. Juhu! Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her, allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Geil! Das finde ich ja hervorragend. So, die Dame hier hat offenbar aus freien Stücken Exitus gewählt. Kann ich die... Ich verstehe nicht, warum das manchmal nicht klappt. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das wird uns nicht gleich zum Verhängnis. Kommt er rein?
Na komm schon. Kommt rein, geht wieder raus. So, einmal ein bisschen Gehirnsuppe abschlabbern. 4300. Boah, wir können wieder leveln. Hier hätten wir den also auch erwischen können. Das wusste ich natürlich nicht. Da kriegen wir noch ein bisschen Patronen. Hey, ich hab doch gerade geschossen. Wieso sind wir voll? Verstehe ich nicht. Hier konnte man gerade noch x'en, aber keine Ahnung, was das heißt. Also keine Ahnung, was das war. Okay, hier geht's auch noch raus. Oder? Ach, das ist der Raum nur wieder. So, der Pater wartet aber da oben netterweise. Ein Tonbandgerät. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden? Was ist denn da falsch gelaufen? Oh, das kennen wir ja schon. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Okay. Huch, die Alte hat Spaß. Aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Ja, den Schrecken erleben. Ich glaube, das gleiche tun wir hier auch gerade. Ich habe das Gefühl, genau das passiert uns hier gerade, dass wir den Schrecken erleben. Ich weiß aber nicht, was von den Szenen vorher noch real war und was nicht. Guck mal hier. Wie? Manno. Der Typ kann auch nichts mitschleppen. Waren wir hier überhaupt schon? Das war der Anfangsraum, ne? Ich war mir gerade gar nicht so sicher. Wieso habe ich das Ding nicht gesehen da oben, weil das so versteckt war? Natürlich. So, alles schön und gut. Es gibt nur ein Problem. Erstens, warum macht der Mann so langsam die Türen auf? Und zweitens, wie kommen wir an dem Kettensägen-Klaus vorbei? Und wie kommen wir da oben zu der Statue? Oh. Kann ich hier hoch? Nee, ne? Vielleicht... Hier kann ich hoch? Jetzt komme ich aber da nicht weiter. So, hier waren wir ja schon überall, das kennen wir schon alles. Aber ich würde gerne... Just for fun. Hier nochmal hoch. Na, klappt ja super. Von dem Ding kommen wir da offenbar nicht rüber, denn springen können wir nicht. Wie komme ich denn da hoch? Ich meine... Die Statue können wir auch wegschießen, das ist ja natürlich alles schön und gut, aber das bringt uns nichts, weil wir da nicht an den Schlüssel kommen. Bevor wir den Fetten anfallen, würde ich sowieso nochmal speichern, also da gehe ich jetzt nicht direkt rein. Und wir haben noch eine Sache, die wir noch nicht gecheckt haben. Das ist nämlich da oben der Turm. Ich frage mich immer noch, wie ich an die Statuette rankomme. Statuette. Kommt mir bekannt vor. Ob das hier jetzt eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Da stecken so viele Zacken raus an den Seiten, dass ich fast vermute, da müsste sich ein Mensch verschanzt haben. Was ist denn das? Ein
eine Halskrause für Zombies? Blendbolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Das gefällt mir gut. Huch. Hier kriegen wir noch ein bisschen Sperrmüll und hier kriegen wir noch ein bisschen Gehirnsuppe und haben damit, Alter, 1000. 5300 haben wir jetzt. Geil. Okay. Dann können wir noch ein bisschen hochleveln. Mal die Taschenlampe aus, gerade blendet ein bisschen. Okay, hier ist niemand mehr. Es scheint sonst auch relativ, das Grundstück scheint sonst auch relativ safe zu sein, bis auf die Alte, die noch ein bisschen am Rumbaumeln ist. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wo konnten wir denn, war das Haus hier? Na, sieht doch fabulös aus. Dann können wir jetzt einmal ein bisschen auf den Stuhl gehen. So, und wir halten. Ach, wir sind ja schon da. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Oh. Was denn? Na, Schnuppi, was machst du denn jetzt? Geht's jetzt zur Sache? Hier entlang, bitte. Aber ich dachte, wir lernen uns erstmal ein bisschen besser kennen. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Bis jetzt hat sie uns ja geholfen. Der Rollstuhl kommt mir bekannt vor. Aus dem Hauptmenü. Einen Schlüssel haben wir. Ah. Die Schlüssel. Detective Castellanos? Ja? Haben Sie so einen Schlüssel? Was macht die denn da? Hör doch mal auf. Alter, will die mich ärgern? Die hört gar nicht mehr auf. Was ist denn mit der? Die ist irgendwie ein bisschen gestört, glaube ich. Ja, ich habe einen solchen Schlüssel. Jetzt hör doch mal auf, Mädchen. Guck mal hier. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Aha, ist ja fantastisch. Dann sag das auch gleich. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. War das ein An... Cool. Mag ich. Ich nehme mal das damit. 20 Patronen? 15. Okay, wir können aber jederzeit wiederkommen. Die Sachen bleiben da liegen. Wir brauchen also die Schlüssel und kriegen dadurch dann noch mehr Bums, Fallera. Aha, hier sieht auch alles ganz toll aus. Ist das eine Karte? Das war mal eine Karte, glaube ich. Aber in der Mitte wurde... Ach, guck mal. Da ist das Kartenfragment, was wir gefunden haben. Oh, ich muss kurz husten. Eine Sekunde, ich fahre aus dem Bild. Moment. Und da bin ich wieder. Entschuldigung, musste gerade mal ein bisschen... Die Kartenfragmente, die wir finden, werden hier also eingefügt. Und wir haben, wow, wir haben ein einziges schon gefunden. Das heißt, wow, ich bin der beste Level-Up-Sucher der Welt. Hier ist sonst nichts. Hier haben wir ganz viele Files. Also Karteien. Die aber allesamt nichts bringen. Hier ist auch nichts. Hier ist ein Lichtschalter. Hier ist ein ganz brandneuer PC. Auf dem nehme ich übrigens gerade das Let's Play hier auf. Wie man sieht, das ist High-End-Technik, die begeistert.
Das ist mein Let's Play-Büro. Und damit fahre ich immer zum Kühlschrank, weil ich inzwischen nicht mehr laufen kann, weil ich den ganzen Tag nur hier sitze und aufnehme. Wo geht's denn da hin? Hm. Das ist bestimmt die Tür ihres Herzens. Eines Tages. So, wir gehen aber erstmal ganz kurz wieder ein bisschen mit Glibber uns aufwerten. Mit dem alten Gehirnglibber. Da würde ich mich nicht unbedingt auf den Stuhl setzen, ganz ehrlich. So, benötige Punkte 5000, dann haben wir 120, dann leben wir noch ein bisschen länger. Nahkampfschaden brauchen wir gar nicht so sehr. Spritzenwirkung wäre natürlich nice. Waffenschadensmultiplikator ist schon... Boah, Alter, wie soll man denn das jemals alles freischalten? Reichweite, Spanngeschwindigkeit, Nachladegeschwindigkeit. Wir werden das eh nicht alles freischalten können. Kaliber 45er, da haben wir jetzt momentan 10. Dann wären es 15, können wir 5 Kugeln mehr. Für 1000. Ich müsste eigentlich die Gesundheit nehmen, aber wir riskieren es einfach mal. Wir nehmen einfach mal Patronen. Spritzen könnte man 3 mitnehmen statt 2. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Oder Qualenbolzen. 3 statt 2. Streichhölzer sollten wir auf jeden Fall. Da haben wir 7 momentan. Das können wir noch ein bisschen erhöhen. 2500, 2500. Wir haben 4300. Okay, dann hätten wir 3500. Jetzt können wir damit noch irgendwie, sagen wir mal, Spritzen erhöhen oder Qualenbolzen. Ich mach mal Bolzen, dann kriegen wir den einen noch und die Granaten auch. Und mit 1000... Huch, Qualenbolzen? Ach, da machen die mehr Schaden. Harpunenbolzen, 130, okay. 1500 Punkte können wir uns eh nicht leisten. Fitness können wir uns gar nichts mehr leisten. Mann, ich habe extra gespart für Gesundheit und jetzt habe ich wieder was ausgegeben. Feuerrate, Nachlade, Magazin. Das bräuchte ich auch noch mal ein bisschen. Magazinkapazität wäre immer schön. Ich raff aber nicht ganz... Ach, okay, dann können wir, haben wir 7 Kugeln drin. Ich bin ja so doof. Ich bin so doof. Hier ist die Reserve, die wir mitnehmen können. Und hier sind die Kugeln, die wir ins Magazin packen können. Das ist natürlich doof. 500 und hier haben wir 1500. Genauigkeit können wir noch ein bisschen erhöhen. Und Nachladegeschwindigkeit, die jetzt eigentlich nicht so schlimm ist. Ich spare die 1000 lieber. Ist sinnvoller. So, 1000 Liter Gehirnsuppe haben wir noch dabei. Das ist der Grund, warum wir keine Dingens mehr, keine Streichhölzer sonst mehr tragen können, weil 1000 Liter Suppe einfach schwer sind. So, haben wir mal eben gespeichert. Und dann geht's zurück. Ach, sehr schön. Und zurück. Jetzt haben wir nämlich El Mopello haben wir noch vor uns. El Mopello Grande. Hier sind noch jede Menge, was ist, war das hier jetzt noch? Achso, im Schrank verstecken, das ist natürlich grandios. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir den besiegen können, falls überhaupt. So, von hier kommen wir, das war das Anfangstor. Da oben waren wir schon. Wir holen uns mal eben noch den Bolzen, denn wir können ja jetzt einen mehr tragen und man weiß nicht, wozu es gut ist. Ich frage mich, ob wir den Dicken besiegen können. Das würde mich echt mal interessieren, ob wir das schaffen. Wir könnten ihn auch hier reinlocken und dann quasi wupp dich, Herr General. Verstehst du? So, Bolzen. Dann würde ich sagen... Bolzen herstellen. Jetzt haben wir 3 Explosivbolzen.
Ich hoffe, die reichen. Ich habe keine Ahnung, wie wir den besiegen können. Falls überhaupt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke immer an den Dicken aus Outlast und deswegen denke ich, wir haben gar keine Chance. Der ist einfach unbesiegbar. Wir müssen einfach nur rennen. Aber offenbar könnte das wohl falsch sein.